So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush und No More Fucking Around. Ich habe mir jetzt ein paar Tipps geholt, ja, die wirklich bitter nötig waren für viele Level. Für das hier vielleicht nicht mehr unbedingt, weil hier hatte ich immer das Gefühl, hier waren wir am nächsten dran von den Leveln, die wir nicht geschafft haben. Und mit dem Spinnenlevel, ja, also da ist ja das Ende. Da wird es wahrscheinlich auch über diese Schockdinger laufen. Muss man da mal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt, wie gesagt, etwas, ja, sozusagen Hilfe geholt. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob das dann auch entsprechend was wird. Aber ich schätze mal schon. Genau. Also wie man schon sieht, diese Blitzdinger, die sind hier wohl die beste Wahl für die, ne, für die Artillerie, genau. Die habe ich hier, glaube ich, nie verwendet. Also ich habe es nicht mal ausprobiert. Zu meiner Schande muss ich sagen, das war eigentlich auch ziemlich dumm. Ich weiß nicht, warum ich es nicht mal in Erwägung gezogen habe, ehrlich gesagt. Eigentlich auch schon ziemlich ignorant. Und ja, aber so ist es halt. Also ich habe, also auf Steam und so, da gibt es überall die Communities und so. Und da gibt es auch Guides teilweise vom Spiel auf Steam direkt. Und die haben eigentlich alle die Dinger benutzt. Also anders geht es anscheinend nicht. Oder vielleicht geht es anders auch schon, aber das ist wahrscheinlich der leichteste Weg, schätze ich jetzt einfach mal. Genau, und man merkt ja schon deutlich, man muss eigentlich gar nichts mehr machen, man muss auf nichts mehr achten, man muss die Fähigkeit auch gar nicht mehr benutzen, so wirklich. Also es ist eigentlich einfach nur noch, ja, die Türme machen alles für dich und du musst eigentlich nur noch zugucken, quasi. So einfach hätte es funktionieren können. Aber naja. Ich baue jetzt schon mal das Endbild, also so sieht es am Ende aus. Beziehungsweise in dem einen Guide meinte er das so. Ja, spielt eigentlich keine große Rolle, wo man jetzt dann letztendlich die Türme upgradet. Genau, ja. Ja, es ist nicht so einfach, ja. Wenn ich mehr Zeit hätte, wie gesagt, dann würde ich das ja auch wirklich probieren, alles selbst rauszufinden, aber muss zugeben, so viel Zeit habe ich nicht. Und das ist ja wirklich das, was ich an Kingdom Rush auch ein bisschen kritisiere. Also ich meine, so sind Spiele, die du einfach komplett durchspielen willst. Ich meine, da muss man natürlich Zeit investieren. Also, ich habe nichts dagegen, dass man Zeit investieren muss. Das ist ja normal. Oder als habe ich das falsche Upgrade gekauft? Ist aber nicht so schlimm. Schadet einem ja nicht. Also, dass man Zeit investieren muss, das ist ja kein negativer Punkt. Das ist ja normal. Ach, hier bin ich. Aber dass man halt wirklich hier keine Möglichkeit hat, vor allem in den Iron Levels oder in den Bonus Leveln, die erst am Ende kommen, die ja wirklich sehr viel schwieriger sind als die Anfangslevel. Dass man nicht mal da die Möglichkeit hat, irgendwie an gewissen Punkten zu speichern. Zum Beispiel, es gibt immer 15 oder 20 Waves in der Regel bei den höheren Leveln. Dass man zum Beispiel halt nicht sagen kann, ja, okay, du kannst alle 5 Waves, hast du die Chance, die Möglichkeit, einen Safe, also einen Checkpoint quasi zu errichten. Und dass du von dem aus nochmal starten kannst. Wenn du merkst, okay, du hast komplett verkackt und selbst von dem Checkpoint aus kannst du es nicht schaffen, dann musst du es halt nochmal neu starten. Aber du hast, also das fehlt, finde ich jetzt schon ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, du musst nur einmal einen Fehler machen und eine halbe Stunde ist für den Arsch. Und das ist halt schon, das ist schon saftig. Also das tut schon weh, muss ich sagen. Und ja, ich denke schon, dass es auch vielen so geht, also nicht nur mir. Und ja, dann muss man halt zu Guides greifen. Aber dafür gibt es ja Leute, die sich damit mit ausreichend Zeit beschäftigen und Guides erstellen. Genau, mache ich auch, aber nicht von dem Spiel hier. Naja. Aber mich hat es echt überrascht, dass ich bei den meisten Leveln, muss ich sagen, wie schwer die sind, beziehungsweise bis man die richtige Strategie gefunden hat, ist schon echt heftig. Weil man, wenn man sich jetzt anguckt, denkt man sich so, Alter, wie kann man da überhaupt verlieren? Ich check's auch nicht, wie ich das nicht mehr in Erwägung gezogen habe mit den Tesla-Türmen. Vor allem mit das Level hier haben wir, glaube ich, 5-mal probiert oder so. Also einmal richtig verloren und dann halt noch 5-mal extra, um es zu schaffen. Und wir haben es nicht, also check ich nicht, wieso ich das nicht gemacht habe. Aber naja, manchmal bin ich einfach so, dass ich nichts Neues ausprobiere. Ist einfach so. Naja. Kann man nicht ändern. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja nochmal einen Kommentar bekommen, dass es eben einfach zu lange dauert auch teilweise. Und deswegen ist der Fortschritt jetzt wichtiger, als dass wir es unbedingt alle hundertprozentig selber schaffen. In meinen Augen zumindest. Genau. Das Lustige ist auch, die Wölfe, wir haben es gerade gesehen, wie krass schwach die sind gegen die Dinge. Also diese, ich weiß nicht, was der Schaden ist, den die Teslas machen,
Aber es ist auf jeden Fall keine Magie. Aber physischer Schaden ist es ja auch nicht. Also ich glaube, das ist ein Extra. Also ich glaube, dagegen können Feinde nicht gewappnet sein. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist offensichtlich keine Magie, weil die Gegner, die jetzt die ganze Zeit kamen, die haben Magieresistenz. Und schaut euch das an. Ich meine, klar, es macht jetzt nicht so ultra den Schaden. Aber vor allem, wenn man mehrere auf einmal benutzt, ist es ziemlich krass. Allgemein finde ich es ziemlich krass, wenn du mehrere von den Teilen kombinierst, sind die ultra heftig, ja. Also schon ziemlich gut. Ja. Was steht denn da, wenn man das baut? Was steht denn da, wenn man das baut? Engineering. Na, Engineering. Klingt auf jeden Fall nicht nach Magie. So, jetzt verkaufen wir mal die Baracke, weil ich glaube, das ist der letzte, genau. Yay! Wir haben es ganz allein geschafft, yay! Also das war jetzt das Level hier, jetzt haben wir die abgeschlossen. Und ich bin jetzt dafür, dass wir auf jeden Fall das hier oben machen. Weil dann haben wir zumindest mal die komplette linke Hälfte fertig. Also dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Also ich meine, wir haben ja trotzdem 95% selber geschafft oder 90%. Das sind jetzt wirklich nur noch die Feinheiten, die hier fehlen. Genau, aber dazu muss ich nochmal kurz cutten. So, weiter geht's. Ich will nichts sagen, aber, ich wusste es. Ich wusste es. Bauen wir erstmal so einen Teil unseres Schlachtfelds auf. Tatsächlich, also dass man fast gar keine Baracken hier bauen sollte, also es ist nicht muss, ist wieder nur eine Empfehlung. Aber in dem Level ist es tatsächlich so, und das habe ich ja dann vermutet, vor allem am Ende, dass man hier irgendwas mit der Artillerie machen muss wegen den ganzen kleinen Spinnen, weil die ja sauschwach sind, das heißt, die sind ja von allem One-Shot, egal was du machst. Aber wenn du sie nicht mit AOE, also mit Artillerie, tötest, ja, dann hast du ein großes Problem, weil dann rennen sie einfach durch und kosten dich ja trotzdem ein Leben, obwohl sie ja so schwach sind. Was eigentlich, wenn man ehrlich ist, ziemlich dumm ist, dass die auch ein volles Leben kosten. Andererseits, wenn die hier mit Komma und Punkt Lebens anfangen, also 0,1 Leben und so ein Scheiß, das wäre auch irgendwie ziemlich dämlich. Von dem her ist es schon gut, dass sie das nicht gemacht haben, aber ja, auf jeden Fall braucht man definitiv die Artillerie und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis an dem Level hier, was ich ziemlich schade finde, weil hätte man natürlich, also ich meine, ich hätte es beim nächsten Mal wahrscheinlich eh probiert, vielleicht nicht ganz mit dem Setup, aber definitiv mit mindestens zwei Artillerietürmen, also einem auf jeder Seite Minimum. Und ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach keine Lust, es nochmal zu zocken und dann vielleicht trotz Artillerie trotzdem nochmal zu verkacken. Und dann sitzt er wieder auf einer 30-Minuten-Folge und entweder löscht sie oder ja, lädt sie hoch und dann ist man wieder nicht weitergekommen. Ja, es ist schon ein kleiner Druck, ne? Ja. Normalerweise ist es ja auch nicht so. Also normalerweise, wenn ich das was Let's Play, bei dem jetzt der Kingdom Rush ja auch ehrlich gesagt nicht vergleichen kann mit normalen Let's Plays, sage ich mal in Anführungszeichen. Mein normales Let's Play hat eine Story und sicherlich hat ein normales Let's Play auch versteckte Inhalte, Easter Eggs oder besondere Level oder Elemente, die du freischalten kannst. Also dass du wirklich das Spiel komplett durchgespielt hast, auf 100% quasi. Aber das machen ja viele Leute nicht. Und bei Kingdom Rush ist es halt so, der Sinn des Spiels ist es, dass du es komplett durchspielst auf 100%, weil die Level halt eben 3 Etagen haben und wenn du das erste Level nicht mal perfekt schaffst, dann kommst du nicht mal in die beiden weiteren Etagen rein. Also das ganze Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du es quasi komplett schaffst, alles. Und es hat halt auch zwar eine Story, aber du kannst halt nicht die Story completen und dann die Achievements und so sagen, okay, da habe ich keine Lust drauf, das dauert mir zu lang oder so. Sondern, ja, du kannst gar nicht auswählen, was du machst. Ja. Also bei anderen Spielen reicht mir die Story, aber hier geht das halt nicht, weil es so gesehen die Story, also es gibt keine, es gibt nicht zweigeteilt. Es ist ein Ding und entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Und das ist halt das Problem, sage ich mal. Aber wie gesagt, jetzt sollten die Level eigentlich kein Problem mehr sein. Wobei, wie gesagt, das Level, ich bin mir 1000% sicher, das hätten wir auch geschafft. Ja. Ich muss zugeben, bei anderen Leveln bin ich mir nicht so sicher. Vor allem bei den neuesten Leveln, die mit den Zombies, also mit diesen Husks. Da bin ich schon gespannt, wie das geht. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, überall, wo ich nicht weiterkomme, ist irgendwie Artillerie die Lösung. Ich weiß auch nicht, wieso. Also ist nur so ein Gefühl. Aber bei einigen Leveln wird es auf jeden Fall so sein. Oder ist es ja offensichtlich schon so. Genau. Noch Frodo retten, das darf man natürlich nicht vergessen, bringt nämlich Glück.
Habe ich gehört. Okay, jetzt kommen wieder die Trolle. So. Ja. Aber sonst kann man dazu eigentlich nicht mehr viel sagen. Wir haben das Level jetzt schon dreimal gemacht, ne? Ne, zweimal. Oder haben wir es beim ersten Mal dann zweimal? Ich weiß es nicht mehr. Aber das Level haben wir nicht so oft gespielt, wobei man sagen muss, hat auch den schlichten einfachen Grund, dass wir, oder dass ich halt dann eher gesagt habe, okay, die Level, die wir nicht sofort schaffen, die spielen wir dann auch erstmal nicht mehr, weil es halt einfach blöd ist. Ja. Also erstmal halt. Und erst am Ende dann wieder. Tja, leider hat sich herausgestellt, dass ich kein Level schaffe auf Anhieb. Ja, weil das nicht stimmt. Einige Level haben wir trotzdem geschafft. Ja, ich hätte wirklich mehr anfangen müssen mit Artillerie und eigentlich nicht wirklich mit Artillerie, das ist das Lustige, weil die dicke Bertha, die habe ich jetzt noch in keinem Guide gesehen tatsächlich. Also wenn Artillerie, dann immer die Tesla-Dinger. Was eigentlich auch saulustig ist, dass die richtige, also in Anführungszeichen richtige Artillerie mit den wirklichen Kanonen, dass sie gar nicht benutzt wird. Das ist eigentlich echt ridiculous. Eigentlich ist es traurig, aber naja, so traurig auch wieder nicht. Genau. Ist auch gut gegen die Necromancer tatsächlich, der Tesla, muss man auch zugeben. Da habe ich tatsächlich auch noch nie dran gedacht, gegen die Necromancer ist der Tesla ein Counter. Also an die beiden Orte, wo jetzt die Tesla stehen, hier links, den vielleicht auch noch, und den hätte man theoretisch auch hier hinstellen können oder so, dass auf beiden Seiten halt zwei sind irgendwie. Muss ich sagen, ist mir noch nie so aufgefallen, aber ja, das ist eigentlich ein verdammt guter Counter auch gegen die Necromancer. Weil die Skelette sind ja auch ziemlich schwach, die sind, ja, nutzlos eigentlich schon fast, also die sind wirklich weak und ja, da ist es wirklich ein guter Counter. Also jetzt kriegen wir tatsächlich ein kleines bisschen Probleme, aber eigentlich nicht wirklich. Wobei doch, ach, ich hätte die, ach, Idiot, ich habe die Wave nicht früher gecallt. Na gut, das war jetzt natürlich nicht so klug. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, weil die alle schon low-life sind. Hier einfach den Magier ein bisschen upgraden, dann passt es. Ja. Genau. Und schon haben wir es wieder. Aber ja, hier rechts sieht man schon perfekt gegen die Necromancer. Das ist... Wow. Das ist echt ein krasser Counter, ey. Ja, das ist... Manche Sachen, die muss man erstmal rausfinden, ne? Aber ich weiß nicht, ich war einfach zu ignorant. Ja, ich wollte es auf meine Art und Weise schaffen und war dann frustriert, dass ich es nicht geschafft habe. Naja. Gefällt jetzt übrigens den Resident Evil Zuschauern nicht so sehr wahrscheinlich, dass ich jetzt hier Kingdom Rush noch weiter pushe. Aber wir pushen jetzt der Kingdom Rush wirklich mit dem Ziel, es auch tatsächlich zu finishen. Und die von den letzten 10 Folgen waren ja quasi 6 sozusagen fast schon Filler-Folgen. Also teilweise haben wir noch was geschafft, aber teilweise eben auch nicht. Aber wie gesagt, das ändert sich jetzt. Also jetzt will ich wirklich in jeder Folge Minimum ein, wenn nicht sogar 2 oder 3 unserer Probleme lösen. Ja. Natürlich dauert es einfach trotzdem noch ein bisschen, weil es ja jedes Level, das wir noch gar nicht geschafft haben, oder wie hier nicht 3 Sterne, kommt ja immer noch Heldenhaft und Iron dazu. Muss man natürlich dann noch erwähnen, dass es halt dann immer nicht so schnell geht. Und also ich meine, selbst wenn du ein Level schaffst, ich meine, es dauert einfach eine Zeit. Es ist halt ein Strategiespiel und kein Shooter oder so. Aber, wie gesagt, es sollte jetzt wirklich deutlich besser laufen. Ja. Genau. Aber vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr es selber mal spielen wollt oder schon gespielt habt und es vielleicht selber mal bei einem Level nicht weitergekommen seid, wie es denn oder was denn eine gute Taktik ist. Ich sage immer, oder ich sag mal jetzt hier für die Guides oder für die Vorlagen, die wir hier nutzen, oder die Empfehlungen, sagen wir es mal so, es sind Empfehlungen. Ja, also das heißt nicht, dass das der einzige Weg ist, wie es geht. Aber hier muss ich wirklich sagen, es gibt keinen... Also es gibt wahrscheinlich schon einen anderen Weg. Aber ich sag mal, der einfachste ist einfach der wegen den Spinnen. Weil du kannst die Spinnen und auch die Necromancer einfach nicht so gut bekämpfen mit anderen Türmen. Ist halt einfach so. Da kann man nichts machen. Naja. Genau. Also sind wir hier schon bei Wave 13, das passt ja. Kommen wir gleich die nächste Wave. Ein bisschen Bonusgold hier abstauben, den letzten Tesla erstmal bauen, dann mache ich die ganzen Magier mal. Und dann, jo.
Aber ehrlich gesagt macht Sinn, dass die Baracken hier relativ schlecht sind. Darauf hätte man eigentlich auch schon selber kommen können. Also nicht nur, dass man Artillerie braucht, sondern auch, dass man die Baracken tatsächlich nicht braucht. Weil hier kommen doch jetzt irgendwie 3, 4 oder sogar 5 Level, wo dann die Lava-Elementare, die Yetis und so kommen. Was ja eigentlich eh schon sau strange ist, dass die in einem Spinnen-Level kommen, also weil der Endboss halt eine Spinne ist. Sag ich mal, Spinnen-Level in Anführungszeichen. Und das ist halt echt strange, weil eben genau gegen diese Gegner brauchst du ja überhaupt keine Baracken, weil ein Yeti, ich meine, der tötet deine Baracken, deine Soldaten mit 2 Schlägen, außer es sind halt voll geupgradete Ritter oder so, oder Berserker, dann braucht er halt 3, 4 Schläge, aber das hat man ja meistens zu dem Zeitpunkt noch nicht, oder vielleicht einmal oder so. Und da muss man schon sagen, hätte man auch von allein drauf kommen können, dass man auf jeden Fall mehr Schützentürme baut, weil das hätte natürlich auch schon was gebracht. Ich hatte ja hier eine Baracke, hier eine Baracke, hier eine. Also ich hatte mindestens 3 Baracken hier. Vielleicht sogar hier eine. Ja, ich glaube. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht hatte ich am Ende sogar hier noch eine 4. Also auf jeden Fall 3 Türme weniger, die Schaden machen können. Und eben genau, das wären zum Beispiel 3 Artillerietürme gewesen. Das heißt, wenn man nur diesen kleinen Faktor geändert hätte, hätte man wahrscheinlich auch mein Setup nutzen können. Ja, also. Weil hier jetzt zum Beispiel die Level, die Baracken sind komplett nutzlos. Weil einfach saustarke Gegner kommen, gegen die überhaupt keinen Schaden machen. Die Baracken und dann halt einfach nutzlos sind im Endeffekt. Ist einfach so. Und da, das sind schon so Punkte, hätte man schon drauf kommen können. Ja. Genau. Naja. Wobei ich ja, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe auch gesagt, wenn ihr wisst, wie es geht, dann hit mir. Könnt ihr jederzeit Tipps geben. Und ich hoffe, ich habe das gesagt, aber ich meinte eigentlich schon. Wahrscheinlich war es genau irgendwo, wo ich was rausgeschnitten habe oder so. Weil ich das eh fast nie mache. Also wenn es wirklich eine blöde Szene ist. Also eher im Sinne von Facecam oder sowas. So. Ja. Und was ich auch gelesen habe, sind sich alle einig, also die letzten beiden Waves, also diese Son of Sarega Waves, sind mit Abstand die schwierigsten. Ja. Was ich ja auch schon gesagt habe, dass die Viecher einfach komplett krank sind. Zusätzlich dann eben noch kombiniert mit den Matriarchen. Also wenn nur die Son of Saregas kommen würden, würde es noch gehen, sage ich mal. Also vor allem bei der vorletzten Wave hatten wir nicht so krasse Probleme. Und am Ende waren sie dann, also in der letzten Wave sind sie dann auch nicht unbedingt die Son of Saregas, die so krank sind. Es ist ja mehr diese Kombination bei uns gewesen, ja bei uns sage ich jetzt. Wenn man dieses Setup hier hat, dann sieht es vielleicht wieder anders aus, aber es sollte eigentlich kein großes Problem sein. Weil der Schaden ist definitiv höher, die Baracken braucht man nicht unbedingt. Und um die ganzen kleinen Kackspinnen kümmert man sich mit den Teslas. Also kein Problem. Genau. So, jetzt sind wir auch voll geupgradet. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Teleports. Und vielleicht noch ein Death Ray hier und da. Aber vor allem, wenn die Lava-Elementare tot sind, sollte das auch kein Problem sein. Aber jetzt kommt eh noch, ja genau, jetzt kommt eh noch eine Wave zum Gold sammeln. Genau. Kein Problemo. Ich gebe jetzt einfach jedem mal einmal Teleport und einmal Death Ray. Was macht das hier eigentlich nochmal? Naja, genau. Noch so ein statisches Feld. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Können wir dann auch noch machen, aber Hauptsache, die machen den AOE-Effekt auf viele Gegner. Und töten damit die ganzen schwachen Gegner. So. Genau. Naja, aber man lernt immer wieder was dazu. Das ist halt das Ding, man darf halt niemals nur seinen eigenen Weg sehen. Aber schwierig. Man will es halt selber schaffen, ne? Ist einfach so. Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn einer von euch irgendwie einen Tipp gehabt hätte, aber leider nicht, leider nicht. Habe ich das? Ja, gepasst. 350. Was wurde hier gewonshottet? Ich habe nur den Sound gehört. Hab nicht hingeguckt. Irgendwas Kleines wahrscheinlich. In der Wave sind ja eh keine starken Gegner. Zieh euch das mal rein. Es ist auch. Also es ist wirklich. Die Teslas sind saugut gegen Gegner mit Magieresistenz. Das muss man sich mal reinziehen. Die Demon-Viecher, ihr wisst es ja, die haben alle krasse Magieresistenz. Und die werden hier abgezockt, als. Ja, wäre das irgendwie. Der easieste Shit ever. Das ist schon krass. Also ich habe die Teslas echt unterschätzt. Ich habe ihn einmal, habe ich ihn benutzt oder so. Und da war er nicht so gut, ne?
Also, ich meine, klar, es kommt natürlich auf die Gegner an. Und ob man mehrere benutzt. Weil ich finde, wenn man mehrere benutzt, werden sie besser, gefühlt. Hier brauchen wir noch Avada Kedavra. Und dann noch den Teleport. Nice. Und dann brauchen wir hier, da wurde einer gewonshottet. Ah ne, die haben schon alle. Nice. Wie viel kostet das eigentlich? 187. Ich glaube, das wird günstiger, ne? Ja, genau. War nicht schlecht. Ja, also ich sage mal, die Wave. Ja, sieht jetzt auch besser aus, würde ich sagen. Aber ja, ich meine, die haben wir ja so oder so geschafft. Also das war ja nicht das Problem. Die letzte Wave war ja wirklich das Problem. Hast du die Brett gesehen? Nee, doch nicht. Nee, habe ich mir das sogar eingebildet? Ich dachte gerade, ein Upgrade hat gefehlt. Komisch. Ah. Na gut, heben wir uns unsere Fähigkeit trotzdem mal noch kurz auf. Und wir haben 1200 Gold. Das sollte man womöglich benutzen. Heilt die sich dadurch eigentlich? Nicht, ne? Das habe ich gleich schon mal nachgeschaut. Ja. Ne, der Boss war ja auch nicht das Problem. Wir haben echt immer ganz zum Ende der Wave haben wir immer verloren. War belastend. War echt belastend. Vor allem hier ist es noch gar nicht so schlimm, obwohl hier auch schon die Materialien spawnen, die ganzen kleinen Kackviecher spawnen. Selbst hier war noch nicht das Problem, das hat sich dann erst angesammelt. Teleports hatten wir auch, ne? Ja, vielleicht hat sich das durch die Teleports auch ein bisschen angesammelt. Das könnte auch sein. Ja. Also bisher sieht man eigentlich noch keine Veränderung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Keine wirkliche. Also gut, wir durch so viele Magier und so viele Zaps werden öfter mal wirklich starke Gegner gewonshottet, aber naja, gut, ich meine, wenn du 6 Magier hast statt nur 3 oder 4, ist natürlich die Chance dann höher, dass du auch gute Gegner öfter one-shottest. So, jetzt können wir mal hier eine Fähigkeit machen, würde ich sagen. Na, schade, ich hätte gehofft, dass sie noch ein bisschen nach links rausgeht. Also hier in die Mitte. Naja. So, ist alles voll geupgradet, ist auch voll geupgradet. Und der Boss ist tot. Aber der auch, die gleiche Stelle, wo der Boss immer gestorben ist. Denn dann, jetzt hat es dann immer angefangen. Jetzt kommen sie dann plötzlich alle, die ganzen kleinen Kackviecher. Und dann ist es immer passiert. Dann ist es immer passiert. Dann kamen plötzlich tausende kleine Spinnen. Gut, beim letzten Versuch haben wir, glaube ich, nicht mal die großen mehr getötet, weil ich die irgendwie komplett verkackt habe. Aber ja, und das passiert jetzt einfach nicht, weil die durch die Teslas nicht mehr durchkommen. Die schaffen es nicht, durch die Teslas zu kommen. Selbst die größeren Spinnen schaffen es nicht. Das ist echt krass. Und Spinnen auch wieder Magieresistenzen. Es ist lächerlich, wie einfach das ist, wenn man die richtige Strategie benutzt. Ich meine, das ist der Sinn von Strategiespielen, aber der Unterschied ist einfach. Er könnte größer nicht sein, der Unterschied. Das ist wirklich so. Damn. Aber holy fuck, man. Feels fucking good, man. Das ist echt zwei Dinger geschafft. Ja, zwar nur 2 Sterne bekommen, aber 2 Dinger geschafft. Ich weiß nicht, Iron und Heroic, jetzt wo ich, sag ich mal, weiß in Anführungszeichen, oh, keine Artillerie und keine Magier. Ja, mal gucken. Die würde ich trotzdem noch so gerne probieren, ja. Aber sollte ich zweimal verkacken, die gehen ja kürzer, oder halt miserabel verkacken, also nicht mehr in der Nähe der Lösung sein, dann werde ich natürlich direkt wieder mir eventuell Rat und Tat holen. Genau, aber dann war es jetzt erstmal wieder mit Kingdom Rush. Bis dahin, macht's kurz rein. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.